Hallo Freunde meines Kanals, heute mal von wo ganz anders. Heute aus meinem kleinen Studio, da wo ich die Filme immer schneide. Wir sind zur Post gegangen, gestern war es schon. Und ich habe gedacht, ich mache mal einen kleinen Film darüber, um euch mal zu zeigen, wie es geht, wenn man was nach Deutschland zu verschicken hat. Oder auch innerhalb Thailands, das sind nur unterschiedliche Preise. Also wenn du eine Kiste hast, die nach Deutschland geschickt werden soll oder sonst wo irgendwo auf der Welt, dann zeige ich dir, wo du hingehen musst. Eins kann ich dir schon von vorne weg sagen, von vornherein. Das hier, Flaschen, Flüssigkeiten, darfst du nicht versenden. Was du auch nicht versenden darfst, sind Batterien, geht auch nicht. Und auch Geräte, wo Batterien schon drin sind. Also zum Beispiel sowas hier, so eine kleine Kamera, da ist eine eingebaute Batterie drin. Auch das darfst du nicht versenden von Thailand irgendwohin. Funktioniert leider nicht. Ja, das war's erstmal. Und jetzt gehen wir mal zur Post. Ich zeige euch mal, wie die Post aussieht und wie sie heißt hier in Thailand. Und ich zeige dir dann auch auf der Webseite, wo du die Preise findest. Die findest du natürlich von überall auf der Welt. Also egal, ob du in Thailand bist oder auch zu Hause in Deutschland, der Schweiz oder Österreich. Da gehst du einfach auf die Webseite. Ich zeige es dir hier auf meinem Rechner. Und du kannst es genau nachvollziehen und dir die Preise anschauen. So, und los geht's. Dann gehen wir mal zur Thai Post oder auch EMS genannt hier. Stay tuned. Dann lass uns mal reingehen ins Post Office. Woran erkennst du es? Da hinter der Palme, ein bisschen versteckt, steht Post Office, Rawai Post Office und oben steht EMS. EMS wirst du öfters lesen, EMS wirst du auch auf der Webseite oft sehen. Das ist der Express Service. Jetzt gehen wir mal rein und guck mal an der Tür. Da sind sogar die Öffnungszeiten abgedruckt und du kannst sehen, sogar am Wochenende haben sie auf. Auch das geht, dann kannst du auch zur Post gehen. Wenn du reinkommst, siehst du als erstes erstmal den Verpackungsservice. Da gehen eigentlich alle hin. Es sei denn, sie haben schon alles ready. Und hier sind die Schalter, das erkläre ich dir später, wie es da funktioniert. Die Sitze, Wartebereich, weil du nämlich eine Nummer ziehen musst. So, und jetzt gehen wir erstmal zum Verpackungsbereich. Guck mal, womit die Frau mit dem gelben Jäckchen da ankommt. Die hat gar keine Kiste dabei. Die meisten Leute kommen ohne irgendwas an. Auch meine Frau Dai ist mit dieser Tüte angekommen und will etwas versenden und tut das in eine andere Tüte, nämlich die richtige für EMS bzw. für die Post. Diese Tüte, die hat jetzt 5 Baht gekostet, also das war jetzt lächerlich wenig. Und da schreibt sie jetzt die Adresse drauf, wo es hin soll und ihre Adresse natürlich, wie man es auch aus Europa kennt. Guck dir an, was sie mitgebracht hat, auch das wird verschickt. Also, die Dame vom Service, die packt jetzt einen Karton für dich fertig, schneidet das zu, verklebt das. Immer freundlich Details. Und dann geht's ab. Gar kein Thema. Das ist völlig normal. Danach holst du die Nummer genau da, wo der Mann steht. Da drückst du nur aufs Knöpfchen, kriegst die Nummer und oben auf dem Display wird dir dann angezeigt, wer gerade dran ist. Ja, noch das Ende fertig machen. Zusammenkleben die Tüte und los geht's. Wenn das alles fertig ist, holst du dir eine Nummer, ziehst die Nummer und wartest, dass deine Nummer gezogen wird. Da steht der Automat, siehst du das da an der Seite? Ja, und dann guckst du oben aufs Display, das Display siehst du auch. Wir haben die Nummer 199 und warten jetzt, bis es aufgerufen wird. Vorne siehst du deine Nummer und dahinter siehst du die Schalternummer und da gehst du dann hin. Und dann wirst du bedient. Fertig, aus. Jetzt sind wir dran. 199 an den Schalter Nummer 3. Das wird auch nochmal durchgesagt per Lautsprecher. Und dann geht man da hin und fragt, was es kostet und wie es denn funktioniert, es da hinzuschicken, wo man es hingeschickt haben möchte. Hier kannst du den Zettel mit deiner Nummer aufstecken, da, und dann klärst du, was du haben möchtest. Sie kann nämlich für 42 Baht normal schicken oder für 52 Baht per Express, dann ist ein Tag schneller da. Was du immer zeigen musst, ist dein Reisepass oder deine ID-Karte, wenn du in Thai bist. Das ist immer so, wenn du etwas versenden möchtest in Thailand. The price for send to Europe. Where I can find price list? What country? Different price. So I have big box, small box. Do you have price list? I mean menu, right? I have only check internet. Check internet, okay. Yes. Los geht's. Wir gehen auf die Webseite www.thailandpost.co.th und dann findest du das hier vor. Ja, alles in Thai, also haben wir schon wieder Schwierigkeiten. Wir gehen hier oben auf Sprache, da, und ändern erstmal auf englische Sprache. Jetzt ist schon alles viel einfacher und konzentrieren uns mal auf dieses Feld hier. Da findest du jetzt hier Postcode Finder, brauchen wir ja nicht.
Das ist Calculate Fee, das ist das, was wir brauchen. Und hier kannst du dann dein Produkt tracken, also nachvollziehen, wo es gerade ist. Wir gehen jetzt mal auf Calculate Fee. Erster Punkt ist für internationale Versendung. Und jetzt geben wir mal hier, was ist denn das? Schon wieder alles in Thai. Dann ändern wir hier oben nochmal auf Englisch. So, also Thailand, nein, wir brauchen G wie Germany, also hier Germany eingeben und dann gibst du hier das Gewicht ein. Wie viel Kilo haben wir? Lass uns mal sagen 2 Kilo, also 2000 Gramm. Hier geht es nach Gramm. Calculate und das ist dein Preis. 2000 Kilo Gramm mit EMS Worldwide Package, 1730 Thai Baht. Ja, was ein bisschen verwirrend ist, hier unten steht noch etwas von Packungsgrößen. Die sind aber nicht aufgeführt in den verschiedenen Preisen. Da müsste man da vielleicht nochmal nachfragen. Ich habe auch schon mal 2 Kilo verschickt und diesen Preis bezahlt. Und da gab es keine Probleme mit der Größe der Verpackung. Wie du gesehen hast, wird es ja sowieso alles für dich eingepackt und die sprechen miteinander. Was du hier unten findest, ist die Versendung innerhalb Thailands. So, das ist das, was meine Frau gemacht hat. Hier findest du auch wieder Gramm, da steht Gramm auf Thai, 100 bis 200 Gramm etc. Und das ist dann, wenn du auf dem Festland bist oder wenn du auf einer Insel bist, da sind dann unterschiedliche Preise. Und dann gibt es noch unterschiedliche Preise, wenn du das hier mit EC, also Eco-Post machst, die dauert ein bisschen länger und ist ein bisschen günstiger. Das geht aber nicht international, das geht nur innerhalb Thailands. Also wir bleiben hier. Und wir gucken mal, was es denn kostet, wenn wir 10 Kilo hätten. Das kann ja auch mal vorkommen. Dann haben wir einen Preis von 4.540 Thai Baht. Ja, wie gesagt, keine Flüssigkeiten, keine Batterien etc. Das geht nicht. Aber das sind so mal die Preise. Da hast du mal eine Idee. Und wenn du dann das Ganze wenn du das Ganze dann gemacht hast sozusagen, dann gehst du hier auf Tracking und gibst hier deine Tracking-Nummer ein und kannst genau sehen, wo sich das auf der Welt befindet. Ja, so sieht das aus und was ist mit DHL, das zeige ich dir jetzt. Too much sunshine here. Too much sunshine. Is it possible? Du kannst übrigens in Thailand auch mit DHL versenden, die gibt es hier auch. DHL hat ein Büro in Phuket Town und es gibt Agenturen, so wie du sie hier siehst. Der hat auch DHL und der hat auch andere, der hat auch EMS, wie du siehst, also auch die Thai Post und diesen Express-Service da unten. Den haben wir auch schon genutzt. Es gibt verschiedene Anbieter hier in Thailand. Wir haben DHL benutzt, um Dokumente zu versenden, zum Beispiel für unsere Hochzeit. Da waren also Originale bei, wir mussten auch Original, Reisepass etc. beilegen. All das haben wir per DHL versandt und das ging sehr gut und sehr, sehr schnell. Wenn du mit dem normalen EMS versendest, dann musst du damit rechnen, dass so ein Paket zwischen 3 und 4 Wochen dauert, bis es dann in Deutschland ankommt. Meistens umgekehrt auch. Manchmal kann es auch schon in 2 Wochen da sein, aber meistens so 3 Wochen. Ein Brief braucht manchmal sogar noch ein bisschen länger. Das war's erstmal. Vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist. Daumen hoch, abonnieren und bis zum nächsten Mal auf See Phuket.